Endlich ist sie wieder da. Hurra! Die ersehnte Turbine aus Kanada. Olaf Scholz hat sie persönlich in Mülheim an der Ruhr inspiziert und für einsatzfähig befunden. Eine Frage bleibt allerdings offen. Während in Bayreuth die ewig Gestrigen ihrer Götterdämmerung entgegenfiebern, geht es in Wacken bei den Schwermetallern, sprich IG Heavy Metal, wesentlich volkstümlicher zu. Während in Bayreuth erst wenige Wutbürger auf die Straße gehen, feiern tolerante Hamburger ihre Christophorus Street Day Parade. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deutschland ist mal wieder Vorreiter in Europa, knüpft neue Notstandsgesetze für den kommenden Winter, um die eigene Bevölkerung wieder in Geiselhaft gegen Corona zu nehmen. Sommerzeit gleich Urlaubszeit, auch für die Parlamentsabgeordnete. Da finden die maßgeblich gesellschaftspolitischen Debatten außerparlamentarisch auf Sylt statt. Mein Gedanke des Monats: Wozu braucht der deutsche Michel, sprich Kartoffel, Wohlstand, wenn er doch Freiheit und Demokratie im Überfluss geschenkt bekommen hat?